Ja, hallo und willkommen zurück zu State of Decay. Ja, wir wollten jetzt zu den Wilkersons, aber bevor wir da hochgehen, rüsten wir uns mal noch ein bisschen mit Munition aus. Die Axt hier können wir mal verkaufen, die ist eh fast hinüber. Was brauchen wir denn? 7,2 mm. Wo haben wir sie denn? 7,2 mm. Nehmen wir mal noch ein bisschen mit. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. So, wir haben Snacks, wir haben hier was. Vielleicht kann man noch den einen oder anderen Molly gebrauchen. Oder eine Granate. Auch cool. Wir nehmen nochmal noch zwei Brandbomben mit. Man weiß ja nie. So, Mission, das alte Farmhaus. Na, ka, gute Frau. Gehen wir mal da hoch. Oh, das war vielleicht ein bisschen fest. Unser Truck ist weg. Super. Nicht. Dann nehmen wir hier das gute Auto. Das sieht repariert aus. Hui. Okay. Was ist hier? Ach, Army-Sichtung. Zombie-Jagd, okay. Boah, das war aber knapp. Da hätten wir uns beinahe den Lack zerschossen. Everybody'd love to have Doc as a full-time resident, but he's refused all of us. He says it would. Oh, was geht denn jetzt? Corporal Torres. Yeah. Sergeant Tan. Gut. It's been a while. What was it? 3 years? Two. Afghanistan. Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah. Gotta say, I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. Oh, ich glaube, die kennen sich und ich glaube, das sind die besten Freunde. So what? We're on our own? Civilian Casavac isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well, then I guess I didn't see you out here. You better get going. Captain gets cranky when people contaminate her scene. Okay. Ich hoffe, unser Auto steht noch hier. Ja, wunderbar. Aber das da hinten gefällt mir eigentlich auch. Verlasse das Gebiet. Ja, aber jetzt nehmen wir hier den. Der sieht... Der gefällt mir. Den nehme ich. Ja, wir sind unterwegs. Wir verlassen das Gebiet. Oder so... So, wann sind sie zu uns? Sie sind nicht. Wir sind auf unserer eigenen. Was? Fuck up. We've survived this long. We'll keep surviving. Oh, hier hätte ich lang gemusst. Durch die Horde, dann machen wir das natürlich. Oh. Ja, komm. Ah, schade, nicht komplett platt gemacht, aber jetzt hier. So. Da ist direkt die nächste Horde, seid ihr doof. Oh, hier ist ein Kreischer, wenn ich das richtig sehe. Ihr Doofköppe. So. Alle kaputt. So. Dann würde ich sagen, ja. Hier ist die Army, ja. Ja, Quatsch, im Typ doch nicht dazwischen. Ich wollte das vielleicht wissen. Ich bin noch unterwegs. Ja, jetzt weiß ich nicht, was der Army-Mensch gesagt hat. Aber gut, wir fahren jetzt die Straße lang und gucken mal, was bei den Wilkersons auf uns wartet. Vielleicht hat er auch noch ein neues Auto. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, da sind wir ein bisschen schnell in die Kurve. Der Keilriemen hört sich auch nicht mehr so gut an. Fahren wir mal hier hoch. Oh oh. Warum steht da oben der Truck? Okay. Hm. So, laufen wir mal hier hoch. Nachbarn entdeckt. Where's Doc Hansen? We need to get going. Genau, gib mir den Doktor, ich muss los. Doc says Eli ain't good to move. Ja, dann beweg ihn nicht, ich nehme den Doc mit. So we ain't moving. Ja, mach das. Ich nehme den Doc und verschwinde wieder. There's a whole mess of them fuckers working their way over here. Right. Nee, die haben schon alle überfahren. So why don't we put our friend here to work? Hey. Fine, you hold her hand. I'm gonna go check on Eli.
Ja, mach mal, sonst. That's your call whether you want to help. Would be a pain in my ass. I'd be more than happy to nail you. Ich erschieß dich gleich, wenn du hier so weiter so Müll laberst. All right then. Let's get to work. Okay. Dann tun wir das. Voll gedroppt nach drin. Okay. Na, die haben ja auch einen Versorgungsspind. There's gonna be a lot of them. We need to set up defenses where we can. Okay. Let's start by boarding up these here windows. Ja, dann machen wir doch mal hier die Fensterbarrikaden fest. Befestige das Farmhaus. Okay. Der magische Hammer. Wir lassen Bretter aus dem Nichts erscheinen. I guarantee you we don't want this thing turning into a room-to-room fight. Zombies ain't smart, but they never quit. They'll find their way in here if there's an opening. And if you give enough time, they'll make one. Ja, Zombies halt, ne? Looking after my little brother. Don't interrupt him. And don't you dare let any zombies get up them stairs. Here, take this. When we make our moonshine strong, should make decent enough firebombs. Okay. Yeah, they're coming. It looks like we got a few minutes left. Ja, die Fenster sind alle zu. So, wir haben auf jeden Fall genug davon. Kaffee haben wir, Brandbomben, Wilker sind drin. Okay. So, verteidige das Farmhaus. Okay, wo kommen sie denn? Ah, da von links. Sehe ich schon die ersten auf der Minimap. Na, ich sehe noch keinen. Da. Was ist mit hier den Fenstern? Können die da rein? Ich werf mal hier sowas. Oh, das hat's ja richtig gebracht. Ja, das ist das, was ich meinte. Die Steuerung ist doch ein bisschen hakelig. Oh, hier sind ja auch noch welche. Hehe, schießen Stufe 4, ey. Lässt du das mal? Oh, nächste Wave. Er hat so ein bisschen was von Tower Defense oder so. Ich dachte, du hättest hier repariert, du Banane. Dann packe ich lieber den magischen Hammer aus. Da unten kommt was, das sehe ich auf der Minimap. Oh, guck mal, das ist so ein fetter, ne? Ich glaube, ich treffe nicht wirklich. Dann warten wir, bis der gute Herr mal hier ist. Oh, da kamen noch ein paar. Da schießt sie. Einer der Miller-Jungs, der war schon immer so fett. Ja, seems legit. Ja. Ihr scheiß Zombies. Ach, come on. Wieso treffe ich denn nicht? Mal gucken, ob ihr hier noch Munition habt. Natürlich nicht. Wir heben uns den Rest der Munition mal auf. Ist ja auch nicht so geil gemacht hier. Da müssen wir mal kurz raus, obwohl das nicht ganz so toll ist. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht gerade noch 1000. Huja, Missionsfortschritt. So, machen wir hier direkt mal wieder zu. Bup. Ah, da kommen schon die nächsten. Aber ich schiebe jetzt. Ich muss mal nachladen. Weil ich habe hier nicht mehr so viel Munition. Na komm. Ich treffe die hier noch nicht. Naja gut. Wir könnten ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Oh, jetzt hätte ich mich, glaube ich, beinahe selber in Brand gesetzt. Na, was mit dir? Habt ihr keine Lust, oder? Er macht es kaputt und kommt rein oder lasst es? Ja, kommt rein, kommt rein, kommt rein.
So. Oh, du lebst ja auch noch. Jetzt nicht mehr. So, kann man hier wieder zumachen. Bup, 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 bup. So, was haben wir hier noch? Komm, wir machen mal hier auf. Dann können wir hier mal direkt... So, schöner Finisher-Move. Oh, lass mich rein. Obwohl, scheiß drauf, hier ist noch... Hier ist noch eine Olle. So. Oh, noch eine Welle. So. Machen wir hier wieder alles dicht. Oder zumindest so halbwegs. Gut, da warst du dran. Hier ist alles dicht, wenn ich das richtig sehe. Hier noch nicht. Huch. So. So, sag nicht, hier ist immer noch nichts drin. Einen tollen Spind habt ihr hier. Ja, das ist ein bisschen useless, wenn hier... Aber da hinten ist auch noch jemand. Ah, hier, jetzt habe ich ihn getroffen. Das ist ein bisschen doof, das... Da muss man raus, man kann gar nichts anderes machen. Hier, ich zeig dir mal einen Trick. Zack. Wie, lebst du? Ich hab dir den Kopf abgehackt, Mann. Und jetzt bin ich wieder drin? Ne, ich wollte schon sagen. Ey. Ne, wir gehen nochmal raus. Ah. Na, sollen wir uns mal so einen Kaffee reinziehen? Ja. Und hier haben wir doch noch so eine schöne, Ah, nehmen wir doch erstmal hier das... Autsch. Ich brenne! Bin ich jetzt gestorben? Nee, ich wollte schon sagen, huh. So. Dann gucken wir mal hier nach Eli. Oh. Hell. God damn it! How long have we got, Doc? Before he turns. Minutes, maybe. Maybe sooner. Unless. Unless, ja. Außer. No way. We are gonna bury Eli. Proper. Bury it and it'll claw its way out. Your brother's dead and gone, boy. What we're talking about. Of kindness. I'll do it. Doc, you can't ask me to do this. I promised Ma I'd take care of him. I'll do it. Better do it quick, then, before it starts to move. Okay. Kümmere dich um Eli. Tja, tut mir leid. Aber so hart es klingt, wir brauchen den Doc für Ed. Und Ed ist mir wichtiger als ein dahergelaufener Typ. Nee. Ist mir eigentlich auch egal. Ihr seid mir Bananen. So, aber ich muss jetzt den Doktor hier hinbringen, ne? Oder? Außenposten, was haben wir hier? Fremder in Schwierigkeiten. Okay, dann gucken wir mal. Da hinten ist auch noch ein Infektionsherd, da müssen wir echt auch mal beigucken. So, welches Auto sieht denn hier noch gut aus? Das hier qualmt noch nicht, das hier qualmt schon mehr. Komm, nehmen wir hier das. So, wo ist der Doc? Hm, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Da ist auf jeden Fall eine Horde. So, Zombie-Horde getötet. Oh, da ist auch noch einer. Den nehmen wir gerade auch noch mit. So, was wir haben, haben wir. Und dann werden wir jetzt mal wieder ins Lager fahren. Boah, zwei Horden. Ihr habt sie nicht mehr alle, ne?
Ja gut, das hat jetzt ein bisschen geruckelt aufgrund der vielen Blut... der großen Blutmenge, die da über mein Auto gespratzt ist. Aber hey... So, da hinten steht auch noch ein Auto, aber gut. Ich bin am Überlegen, gerade noch an dem Infektionsherd vorbeizufahren.